Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Begegnung Bayreuth Tigers gegen Bad Nauheim. Es war der 18. Spieltag in der DL2. Die Bayreuth Tigers verlieren mit 2:3 vor 1807 Zuschauern. Beide Trainer sind hier. Head Coach der Gäste, Herr Christoph Kreuzer, zu meiner Linken. Zu meiner Rechten, Patrick Kujala, Head Coach der Bayreuth Tigers. Herr Kreuzer, Ihr Statement zum heutigen Spiel. Ja, erstmal bin ich froh, dass wir mit dem Sieg wieder nach der Pause gestartet sind. Es war aber das erwartete schwere Spiel, was ich den Jungs die ganze Woche schon versucht habe, in die Köpfe zu bringen. Ja, wir waren schon bereit, aber wie gesagt, Bayreuth ist sehr, sehr schwer zu spielen, besonders hier zu Hause. Wir haben es uns nicht einfach gemacht und mussten natürlich auch immer hinten in der Defensive sehr aufpassen. Offensiv war Bayreuth sehr gut. Wir haben einen sehr guten Torhüter heute gehabt, aber haben viele Rebounds dann auch nochmal weggenommen. Zwei Gegentore waren halt Fehler, die dürfen uns nicht passieren und das wird dann bestraft. Aber insgesamt bin ich froh für die drei Punkte, dass wir so gestartet sind und dann können wir auf Sonntag schauen. Danke für das Statement. Petrin, und deine Worte? Ja, bis auf Resultat eigentlich gut gespielt. Schöne offensive Aktionen, Scheibe gut gecycelt in offensiven Drittel, aber natürlich die drei Gegentore. Da musste Bad Nauheim nicht viel machen. Wir haben die halbwegs selber gegeben wieder. Und von schönen Spielen gibt es keine Punkte und daran müssen wir arbeiten. Ich meine, wir haben 40 Schüsse aufs Tor gebracht und so mit finnischen Mathematik ist das schon 3-4 Tore, aber das schaffen wir momentan nicht. Und da müssen unsere Stürmer ein bisschen einfacher die Scheiben vielleicht zum Tor bringen und ein bisschen mehr Druck vor das Tor bringen. Aber wie die Jungs gearbeitet haben, kann man nicht keine großen Vorwürfe machen.